Willkommen zurück zu Let's Play Spellforce Die Court Chroniken. Nach unserem Abenteuer in den letzten Episoden sind wir nun zurückgekehrt nach Graufurt, um zu gucken, ob unser Herr Zoodirektor mittlerweile die Nachricht von Eberhard dechiffriert hat und wir erfahren können, was der Gute an seine Untergebenen für Instruktionen gegeben hat. Wir klopfen einmal an die Tür. Knock, knock. Hallo, Herr Tierlieb. Sind Sie dort? Ich erwarte eine Nachricht. Gotcha. Und so erfahren wir von dem etwas sehr verdutzten Herrn Tierlieb, oder Herr Tierdieb, ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich ihn genannt habe oder wie er heißt, dass die Nachricht die folgt lautet: Bringt mir das sprechende Erz um jeden Preis. Es ist der Schlüssel zur Vergangenheit. Ehrlich gesagt hilft das Kord und uns nicht wirklich weiter, denn von welcher Vergangenheit spricht Eberhard dort? Spricht er von seiner Vergangenheit oder von einer anderen Vergangenheit? Auf jeden Fall hat uns mittlerweile auf postalischem Wege auch die Einladung der Elfen erreicht. Und zwar müssen wir uns in den atmenden Wald begeben, denn dort sollen wir uns angeblich mit der Herrin der Elfen treffen. Ich bin sehr gespannt. Wir können auf jeden Fall dann auch in Zukunft auf ihre Unterstützung bauen und können damit nun endlich mehr als eine Rasse spielen. Ist das nicht herrlich? Ich fühle mich so gut dabei. Theoretisch ist es natürlich Quatsch, aber wie gesagt, ich mache das gerne so, damit da irgendwie ein bisschen Story und Sinn hintersteht. Ich habe mittlerweile auch mal meine Helden ausgetauscht, und zwar haben wir jetzt die Priesterin Noemi, Hexer Phobor und Kämpfer Malvaren in unserer Gruppe. Geblieben ist natürlich Kord, wie könnte es auch anders sein. Wir brauchen auch die Unterstützung, wir brauchen das Wissen der Zukunft. Auch wenn es irgendwie ein bisschen blöd ist, das von jemandem zu verlangen, der kein Hirn hat. Okay. Da ist die Karte. Lightside. Levelbereiche 12. Sind also etwas drunter, da wir ja Level 11 sind. Aber es geht. Und wir benutzen den Startpunkt der Elfen. Cool, den atmenden Wald mal wieder zu sehen. Die Blutesche wird wahrscheinlich nicht dort sein. Aber wir können uns ja überraschen lassen. Mal sehen, was auch die Gegner sind. Das Questbuch wurde aktualisiert. Natürlich sehr viel Wald im atmenden Wald. Was ist euer die Elfen heißen den großen Krieger Kord willkommen. Das erste, was wir jetzt tun, ist den Wald roden. Es ist mir eine Stelle. Es ist nicht weit. What the hell? Ja, auf der Stelle. Die Rune ruft meine heilige Pflicht. Was muss ich tun, um mit eurem Oberhaupt zu reden? Sagt es, oder die Macht des Heavy Metal soll euch niederstrecken. Zuerst müssen wir die Bedrohung des atmenden Waldes abwenden. In jüngster Zeit tummeln sich immer mehr böse Mächte um uns herum, die uns einkreisen und uns zu vernichten drohen, aber das dürfen wir nicht zulassen. Diese Rehe sehen mir schon wieder verdächtig aus. Moment, ich muss näher rangehen. Rieche ich die Note von Eberhard? Nein, nicht bei dieser Gruppe. Sieht noch verdächtig ruhig aus. Und hier haben wir auch die Monumente der anderen Lichtrassen. Zur Stelle, es ist nicht weit. Meine heilige Pflicht. Schön, dass diesmal so viel Wald vorhanden ist. Da ist noch eine Gruppe. Die überprüfe ich erst später. Verschaffe mir mal so einen kleinen Überblick, um zu gucken. Mit was für Gegnern wir es hier zu tun bekommen. Ich könnte theoretisch auch nochmal das Monument der Menschen aktivieren, dann hätten wir beide hellen Rassen. Das würde auch Sinn machen. Die Elfen unterstützen uns ab sofort. Und dann können wir auch auf unsere menschlichen Krieger zurückgreifen. Wo ist diese Elfenpriesterin?
Ich nehme jetzt mal an, dass das Oberhaupt der Elfen eine Priesterin ist. Das würde irgendwie passen. Zum Ruhme Arins. Was ist euer Holz? Und da haben wir das erste Lager. Und es sind natürlich die Kitar. Die Kitar könnten unter Eberhards Fuchtel stehen. Wir wissen, es sind Tierwesen. Aber da möchte ich jetzt noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Es muss auch nicht sein. Ja, sofort. Möglich ist es aber allemal. Ja. Wie ihr wünscht. Kurz von der Hütte tun wir jetzt einfach mal dorthin. Zu Diensten. Hier können wir mal Steine abbauen, dann können wir auch... Hier. 4000, sehr viel. Was wünscht ihr? Auf geht's. Wir werden dann auf dieser Karte einfach mal die Fernkämpfer der Elfen mit den Nahkämpfern der Menschen vereinen. Oh, Kriecher. Cool. Die ja eigentlich im atmenden Wald nie vorkommen könnten, weil der atmende Wald aus Spellforce The Order of Dawn ist. Und die Kriecher kamen erst mit Breath of Winter dazu. Aber im freien Spiel ist es halt möglich. Sprecht. Holzt. Rodet. Was fehlt mir denn für ein kleines Haupthaus? Das können wir mal schnell hinterher schieben. Auf der Stelle. Erkunde weiter, mein Freund. Hier muss einmal ein Lager gestanden haben. Es sieht zumindest so aus. Als wäre irgendjemand vorschnell abgereist. Noch mehr Kriecher. An einer Mondsilberquelle. Selbst Kord weiß, dass Mondsilber eine sehr seltene Ressource ist. Auch hier war mal ein Lager. Natürlich wissen wir, dass da eigentlich das Lager der Eisernen war. Das Bauwerk ist vollendet. Kord hat von den Eisernen auch schon gehört. Dann los. Verfügt über mich. Habe verstanden. Und von Hokan Ashir, demjenigen, hier bin ich. Schon auf dem Weg. Der die Eisernen erschuf. An die Arbeit. Hier bin ich. Das kleine Haupthaus braucht noch Stein. Okay, da warten wir und dann hauen wir da an die Eisen. Das Eisenvorkommen hier direkt eine Mine und eine Schmelze zusammen. Was ist euer Begehr? Ich hau den Förster auch mal direkt hier zu. Nichts zu sehen. Wenn die Kitar unter Eberhard arbeiten, dann frage ich mich, woher sie wussten, dass wir hier sein würden. Oder ob sie wieder ganz andere Ziele haben. Das Bauwerk ist vollendet. Unsere Runenkraft ist runter auf 4%. Das ist natürlich ziemlich wenig. Was ihr wollt. Rasch. Die Rune ruft dorthin. Aber gut, wenn man so viele Arbeiter in so kurzer Zeit pumpt, dann ist das auch kein Wunder. Haben wir hier noch irgendwelche Jagdhaus, Bärensammler? Wie viele Bären haben wir? 700, das ist schon mal nicht schlecht. Die Waffenkammer. So sei es. Es scheint hier auch nicht sonderlich viele gegnerische Lager zu geben irgendwie. Oh. Ich bin da immer etwas skeptisch, wenn ich mich diesen Kreaturen nähere. Duftprobe? Nein. Auch nicht. Eindeutig nicht. Ich weiß, wie die schlimmste Scheiße riecht. Und das ist sie nicht. Hier bin ich. So, jetzt sind wir in der Lage, das Haupthaus zu bauen. Das kommt einmal hier hin. Habe verstanden. Ich denke, für die Nahrungsproduktion werden wir dann die Menschen beanspruchen. Das geht bei denen einfach viel schneller. Hier ist schon das Portal zur Rückkehr. Hm.
Aber offenbar haben die Elfen recht mit dem, was sie sagen. Kord spürte auf jeden Fall eine dunkle Präsenz, die entweder noch hier ist oder hier war. Und wenn, dann vor kurzem erst. Sprecht! Was ist euer Begehr? In beiden Fällen wäre das nicht gut. Gebäude wurde errichtet. Rasch! Wir werden, um den Elfen zu huldigen, unseren Edenhain an diesem Ort errichten. Kämpfer Tilleth. Stufe 12. Kann ich natürlich noch nicht benutzen. Die Stufe habe ich noch lange nicht. Da brauche ich bestimmt irgendwie Stufe 14. So, die Schmelze kommt jetzt mal hier hin. Herr der Rune? Kein Problem. Die Mine direkt daneben. Gehen wir es an. Nein. Nein. Riecht nach Scheiße, aber nicht nach solcher Scheiße. Irgendwie ist die Karte erstaunlich leer, oder? Ich meine, das ist jetzt das... Ich habe bisher nur ein Lager gefunden. Okay. Das ist das zweite. Ist Eberhard unser Feind? Er hat schon viele schreckliche Dinge getan und das wissen wir, aber... Was steckt denn dahinter? Da ist das nächste Lager. Oh! Und da haben wir auch den Grund... ...dieses dunkelmagischen Gestanks. Diese Waldschrater sind... ...vom Bösen korrumpiert worden. Was ihr wollt. Sie leiden. Und das möchten die Elfen nicht. Meine heilige Pflicht. Wir werden sie davon befreien. Zur Stelle, das ist nicht weit. Ja, das ist nicht weit. Hier geht alles klar, das ist schön. Was ihr wollt. Und so preiset Elen. Meine heilige Pflicht. Herrin der Elfen. Oder Göttin der Elfen, oder wie auch immer. Zumindest beten die Elfen sie viele an, so. Welche Stufe sind die? Stufe 7. Okay. Herr der Rune? Bin unterwegs. Ich preise Elend ebenfalls, indem ich mehrere Getreidefarmen in die Nähe des Schreins pflanzen werde. Also, das wären 3 Lager. Zur Stelle. Trotzdem nicht sehr viel irgendwie. Meine heilige Pflicht. Was hat Eberhard hier wieder zu suchen? Er hat das sprechende Erz auf jeden Fall nicht bekommen. Da ist noch mehr von dieser dunklen Macht. Es muss dieselbe dunkle Macht sein, die auch die Untoten hervorgebracht hat. Was ist euer Begehr? Wir können fast ausschließen, dass Eberhard der Ursprung ist. Schließlich haben sich die Tiermenschen schon unterwegs. Und die Untoten auf der letzten Karte bekämpft. Es könnte auch eine Falle sein. Aber so klug ist Eberhard eigentlich nicht. Was ihr wollt. So sei es. Das ist nicht weit. Zur Stelle. Hier bin ich. Schon auf dem Weg. Ihr könnt mal bitte mit hier hinkommen. Hier läuft alles. Stein läuft auch. Dann können wir gleich schon anfangen, unsere Truppen auszuheben. Oh. Nee, auch nicht. Komisch. Normalerweise hat er doch überall Speer. Sagt mir nicht, er wird schwächer oder so.
Ja, sofort.